Moin zusammen. Hallöle. Ich hoffe, euch geht's gut. Schaut mal, was ich hier habe. Das machen wir jetzt mal wieder schön auf. Und dann schauen wir doch mal rein. Knister, knister. So, zack. Ja. Das ist natürlich von Core Space. Das sind die Purge, zusätzliche Purge-Figuren. Sind einmal eigentlich nochmal die aus der Starterbox. Wenn ich das richtig sehe, ja, genau. Und sehr schön hier. In so Zipbeutels. Finde ich gut. Zipbeutels finde ich immer gut. Kann immer gebrauchen. No. Ja, und tatsächlich auch alles da, was man erwartet. Und hier sogar die entsprechenden Eventkarten. Richte ich denn auf jetzt? Hier. Denn natürlich, wenn man A mit mehreren spielt und B, je nachdem wie man spielt, hat man natürlich davon nicht unbedingt genug in der Starterbox. Ich sage mal, für ein, zwei Spieler reicht das, aber nicht, wenn man dann mit vier Leuten spielt oder vielleicht mit sechs. Deswegen habe ich da direkt mal geschaut. Und dann hat man hier die ganz normalen Eventkarten. Drei Stück. No. Damit das halt auch passt in dem Stapel. Finde ich sehr, sehr cool, dass sie das so machen. Komme jetzt aber erstmal wieder hier rein. Und dann gucken wir nochmal auf die Figürchen. Voilà. Es wird ein kurzes Mittwochsvideo. Ich werde gucken, dass ich immer so ein, zwei Videos die Woche mache. Nur für euch, ihr Lieben. Ja, man muss natürlich gucken, die sind ziemlich filigran, die Jungs. No, jetzt bin ich zu nah dran. Und so. Ja, vielleicht geht es besser, wenn ich es so mache. Ja. Oder ich zoome gleich mal dran, vernünftig. Ja. Hier ist. Ach nee, das fehlt nicht. Das ist, weil der nach rechts guckt. Links guckt. Wie auch immer. Oh, das sind die ganz normalen Robby-Tobbys. Fünf Stück davon. In diesen Beutels. Gehen wir jetzt rein. Hoppala. 1, 2, 3. Und dann sind hier noch oh, wie heißt er? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Health oder so ähnlich. So ein lebender irgendwie ist dabei. Und natürlich der große, der Big Mac quasi. Haha, er hat Big Mac gesagt. So. Dann der Assassin, der gehört dann natürlich auch zu. Und hier ist noch der zweite Dicke. Ja. Zap, 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 zap. Das Böckschen, so wie es hier jetzt ist, 25 Euro. Und dann seid ihr da gut versorgt mit Plastik. Ganz normales Miniaturenplastik, sag ich mal. Ja, so ein bisschen biegsam. Sehr schön. Keine Resinen. Bisschen Drucknähte hat man. Drucknähte? Schweißnähte, wie auch immer. Ob sie gedruckt oder geschweißt sind, kann man sich, wenn man das Spiel eh hat und mag, auch mal gönnen. Und meiner einer hat sich davon zwei geholt. Ist natürlich dasselbe, ist ein Booster Pack, steht hier auch drauf. Es steht auch drauf. Und ja, ist halt ein interessantes Spiel. Wenn ihr möchtet, wenn ich die Regeln durch habe, kann ich das gerne mal machen, irgendwie in, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen. Dann würde ich da mal so ein Singleplayer
Spiel spielen und euch das mal zeigen. Also schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann mache ich das, dann kriege ich das hin. Ja. Und hier ist das. Ah, dasselbe ist dabei, wie ihr seht. Ja, ist halt dafür da, dass wenn man mit 6 Leuten spielt, dass ihr da genug, dass man da genug Miniaturen hat. Und jetzt hätte ich fast mein Wasser umgestoßen. Gut, ihr Lieben, dann wünsche ich euch eine schöne, ruhige Restwoche. Und Freitag kommt dann das nächste Video. Und bis dahin viel Spaß beim Malen, Basteln, was auch immer. Bye, bye.